bestelle. Ich schneide jetzt die ersten Sachen zusammen. Nutze sehr gerne meine Affiliate-Links, um mich zu supporten. Gerade Amazon zahlt relativ gut aus. Ansonsten einfach auf Twitch vielleicht mal ein Prime-Sub da lassen oder so. Kuss geht raus. Hallo YouTube, willkommen bei diesem schrecklichen und langweiligen Vlog. Wir haben schon mit Donnerstagabend habe ich mich mit Finja getroffen und habe dann spontan bei einer Kollegin von ihr noch übernachtet, weil es hat geregnet und gestürmt. Jetzt habe ich heute tagsüber hier ein bisschen geschillt. Wir nähern uns langsam, wie spät ist es? Moment. Uhrzeit. 16 Uhr, so schätze ich mal. Jetzt gehe ich noch einkaufen, brauche ein paar Energy Drinks und der Vlog startet jetzt hier, weil hier ist jetzt Gamescom Action. Mann! Ja. Leute, wir haben heute übrigens im Stream, den wir heute Morgen gemacht haben, diesen sexy Hut gekauft. Er sieht übel geil aus, besser sogar als der alte, hat den Nachteil. Der ist hier so ziemlich verhärtet und hat hier außen am Rand auch so ein Draht drin. Durch die Verhärtung im Inneren ist der Nachteil, er ist nicht weich in der Mitte, sondern hart und man kann ihn nicht an den Kopf richtig gut anpassen. Heißt, die Größe, die hat er halt. Und der Draht draußen neigt halt, sich zu verbiegen und dann sieht es ein bisschen komisch aus. Dadurch, dass es der Größe hat, die er hat, bei starkem Wind wie heute, fliegt er ein bisschen schneller weg. Aber gut. Ich war gerade noch im Penny. Ich habe mir ein paar Packungen so Karatza-Abklatsch geholt. Ganz viele Energy Drinks, 4. Und chill jetzt hier so vorm Messegelände. Und chill, guck, ob ein paar Kollegen von mir gleich noch rauskommen, weil ich bin mit ein paar so halb verabredet. Aber ich chill ja auch einfach Hörbuch und Streams. Das ist geil. Ich habe euch vernachlässigt, ich bin hier mit den Leuten essen. Wenn ich dran denke, verlinke ich alle. Ciao, ihr nervt. So Leute, ich habe es die Nacht durchgestreamt. Ist aber auch nicht viel passiert. Wir haben Pokémon Go gespielt, hatten so eine Challenge und Pokémon fangen. Haben heute Morgen, sobald die Sonne aufgegangen ist, einen kleinen Powernap gemacht. Und jetzt haben wir kurz vor 10 und ich chille noch ein bisschen. Mach vielleicht noch mal ein Schläfchen, weil ich hatte nur so eine Stunde Schlaf. Vielleicht ein bisschen nach und hat auch sehr viel Energy Drink. Und jetzt sitze ich hier, habe gerade meinen Wodka umgefüllt, weil wir nachher keine Glasflaschen auf die Gamescom mitnehmen. Und ja, das ist es eigentlich. Jetzt sitze ich hier, gucke ein bisschen Stream, mache ein bisschen Relax-Time, gucke ein paar YouTube-Videos und so. Ja. Mache vielleicht noch ein paar Interviews, mal gucken, wie meine Stimmung ist. Diese geile Beleuchtung. Es gibt übrigens fast jedes Jahr, soweit ich weiß, Y-Food-Stände in sag schnell, im Bahnhof während der Gamescom. Das ist jetzt mein Frühstück, Frühstück hatten wir, Mittag- und Abendbrot. Gönne ich mir jetzt, dann kann heute Abend gesoffen werden. Und ich habe gerade ein Angebot bekommen, Audible 13 Preis von 1, bin ich reingegangen. Heißt, ich werde mir gleich schön noch ein fettes neues Hörbuch holen und hier hören. Ganz geschillt, bevor ich in die Gamescom gehe. Ich habe jetzt hier auf so einer Wiese ein bisschen gepennt. Wir haben jetzt 15 Uhr, ich habe mir hier meinen Schirm hingestellt, weil die Sonne hier voll geknallt hat. Ich habe mir die Füße gewaschen, Achseln gewaschen, mit Infektionsmittel nochmal drüber. Ziehe mir jetzt frische Socken an, allgemein mache mich fresh. Klar, mein Handy nochmal auf, die gleich Richtung Gamescom, weil 16 Uhr ist ja Einlass für mich. Heute Abend ist Party, das heißt, dann habe ich keine Zeit mehr groß. Meine Schuhe habe ich auch mal wieder desinfiziert. Eigentlich alles gut. Ich gehe aber gleich nochmal was zu essen holen, da jetzt die Bonze-Woche bei mir ist. Mal gucken, was es wird. Das wird dann vermutlich nicht einfach nur ein Brot, sondern vielleicht ein belegtes Brot. Mal gucken. Vielleicht halt ja auch. Ich war lange nicht mehr bei McDonalds. Da gibt es McDonalds. War ich das letzte Mal bei mit Verena. Und da nur für einen Donut. Vielleicht McDonalds. So, Mc-Schlange ist mir viel zu lang. Ich guck mal, ob die von Y-Food noch Sachen verteilen. Guck mal, einfach ein Y-Food. No placement. Ich stehe jetzt vorm der Gamescom. Obwohl ich später kommen wollte, weil ich nicht anstehen muss, war ich zu früh. Weswegen ich gleich anstehen muss. Gut, passiert. Naja, muss noch ein bisschen warten. Leute, keine Schlange. Ich muss halt jetzt noch trotzdem 25 Minuten warten. Wir warten auch noch ein paar andere schon. Mal gucken, wie lange die Schlange in 20 Minuten ist. Haare hätte ich vielleicht noch waschen können, naja, egal. Mache ich übermorgen. Ja, übermorgen ist Samstag, da will ich Haare waschen. Eigentlich später kommen, um nicht anstehen zu müssen. Jetzt war ich der Erste in der Schlange, musste auch nicht anstehen. Bin dann halt warten müssen. 16 Uhr pünktlich rein. Oh, mal gucken, ob man den sieht, den man kennt. Ansonsten einmal drüber laufen. Ich werde vermutlich gar nichts zeigen, weil ich eine faule Sau bin. Oh, jetzt ist aber schön kühl heute. Hilft gegen den Sackschwitzen. Geil. Alles zu fressen, super teuer. Ich dachte, ich mache Bonzenwoche. Das ist ein Chili Cheese Hotdog mit massig Soße, Röstzwiebeln und Gürkchen. Ist gut. Aber ich glaube, den Chili Cheese hätte ich nicht gebraucht. Normal hätte es auch getan. Gut, aber halt unter einer Minute weg, also keine 7 Euro wert. Oh, Civilization 7. Vielleicht gucken wir uns doch einen Stand an. Ich bin ja an der Gruppe unterwegs, haben gerade Valorant gespielt.
Und jetzt will Finja gegen SK, das ist der schöne Mann in der Mitte, Mario Kart gleich zocken. Und deswegen stehen wir hier und warten. Ja, das ist Finja. Ja. Vor Finja bleibt noch ein bisschen Gamescom. Auf zur Party, Leute. Party People, ich habe ein bisschen Party gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich gefilmt habe. Ich stream vielleicht aus, weil ich übel müde bin. Ich suche mir irgendwo einen Schlafplatz, gepennen. Ich gehe morgen früh live. Wir haben jetzt nach 0 Uhr, das heißt, wir haben jetzt schon sogar Freitag. Hälfte rum. Moin Leute, ich habe endlich mal wieder genug Schlaf bekommen. Was ich tatsächlich nur der Sache verdanke, dass ich nicht live war. Weil diese Stelle hier ist absolut ungeeignet, um zu streamen, aber perfekt zum Pennen. Ich hätte hier halt überhaupt nicht mein Handy im Auge behalten können. Aber so ist schön. Aber jetzt pinkeln und Frühstück holen und Stream starten gleich. Mal wieder ein Penny, ich guck mal, ob ich irgendwas Geiles finde. Im besten Fall, dass das schon fertig ist. Brotabteilung und Lenny haben gerade das aufgemacht. Ich schau mal. Ein bisschen Gemüse, oh, Fleisch wäre geil. Ich guck mal hier, Tiefkühler. Also Kühlabteilung. Ja. Bis gleich. Vor uns eine Woche, ja. Deswegen Maxi King kaufe ich. Ich liebe Maxi King, kaufe ich aber nie, weil es so teuer ist und nur so wenige. Dann diese Waffelröllchen, preislich auch teuer für das Ding. Und die hier ging sogar klar, das waren 3 Euro noch was für die Tüte. Die ist aber gigantisch, glaubt, die ist auch schwer. Ja, ist jetzt nicht nur irgendeine 200 Gramm Tüte. Da ist mir irgendwo hin und snack die. Stream habe ich verschoben, weil ich muss mich um was Privates kurz noch kümmern. Das geht euch auch nichts an. Ich bin von Köln bis Düsseldorf den ganzen Weg zum Hauptbahnhof gelaufen. Ja, und hier ist die Schlange, obwohl es hier ganz viele Toiletten gibt, trotzdem länger. Ich kacke mich gleich an. So, kurze Toilettenreview vom Hauptbahnhof in der Gamescom-Zeit. Erstmal Klos verstopft, das kann ja schon mal vorkommen. Wollte ich aber sagen, war diesmal nicht meine Schuld, sondern einfach, weil das Klopapier echt komisch war. Plus eine Sache, die mir negativ aufgefallen ist, ist, dass das Putzpersonal denselben Lappen fürs Klo benutzt hat wie fürs Waschbecken, fand ich ein bisschen bläh. Aber ansonsten war es sehr sauber, war schön. Nudeln geholt, ohne alles, für 5,90 Euro. Ich habe hier schon ein paar Mal gegessen, ich weiß, dass sie gut sind. Alter, sorry wegen der Kameraführung, ich bin gerade ein bisschen mich am Verrenken. Ich weiß, dass sie gut schmecken, deswegen die Review wird nicht besonders ausfallen, aber ich setze jetzt von Dom und fress sie. Ich wollte nur sagen, ich glaube, ich fühle mich langsam draußen zu wohl. Die Nudeln waren übrigens gut. Ich habe hier jetzt gerade bestimmt 10 Minuten gesessen, meine Eier gekrault, hier mitten vorm Dom und hab das nicht realisiert, dass ich hier sitze und meine Eier kraule. Kaufen. Penny. Durstlöscher. Hinten ist noch ein Eis hier drin und 2 Energy-Dosen. Ich hab's jetzt eingepackt, weil da drin zu füllen wäre mir jetzt zu nervig gewesen. Vertraut mir einfach. Ich bin auf der Gamescom schon wieder fast zu Ende und ich guck gerade, ob ich eine Dusche organisiert kriege, weil die am Bahnhof nicht gingen. Also entweder werde ich eine Dusche organisiert kriegen in Köln oder ich fahre nach Hause über die Nacht, gehe baden und fahre dann direkt wieder zurück, sobald ich mit Bahn fertig bin. Weil ich bin echt abartig am Stinken. Wäre ich einfach so unterwegs, würde es mir nicht stören, aber Gamescom treffe ich viele Kollegen und ich will nicht, dass sie meinen Gestank ertragen müssen oder sich im Zweifel sogar für mich schämen müssen. So Leute, ich bin jetzt Hauptbahnhof, wollte hier duschen gehen, hab mit Karte gezahlt, da meinten die Personal vor Ort so, ja nee, geht nicht. Obwohl das Geld von meinem Konto abgebucht wurde, die 10 Euro, haben sie mich zum Geldautomaten geschickt, ja, gut, machst du später PayPal-Fall, aufpasst. Geldautomat gibt nur 20er aus, super, ne? Als Mindestbetrag und habe jetzt einen 20er. Ich dachte, da gibt es vielleicht 10er. Nein, das ist ein 20er. Heißt, ich habe jetzt PayPal-Fall, um den ich mich kümmern muss. Plus jetzt Abhebegebühr für Bankautomat, damit ich nicht duschen kann. Weil der nimmt keinen 20er beim Duschen. Super, oder? Also, ich bin abgefuckt des Todes. Jetzt gucke ich, wasche mich vor später irgendwo mit einer Wasserflasche. Obwohl ich jetzt diese Duschen testen wollte. Und das Personal, kann ich sagen, wie es ist, unfähig. Weil am Automaten stand auch Zahlung genehmigt, alles fertig. Und die so, ja, nee, geht nicht, wurde nicht gezahlt. Also wirklich, Hauptbahnhof Köln, wie spät haben wir? Zwischen 21 und 22 Uhr. Das Personal, 2, die vor Ort waren, Mann und eine Frau. Beide unfähig, einfach in diesem Moment. Ja, ich sage nicht, dass sie schlechte Angestellte sind. Aber da fehlt vielleicht auch einfach die technische Bildung, die sie entweder nicht haben, weil sie nicht aufgepasst haben, oder die der Arbeitgeber ihnen nicht an die Hand gegeben hat. Dass sie lesen können, dass auf einem Gerät steht, Zahlung genehmigt.